Willkommen bei iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein PDF-Formular erstellen und nachher per Mail versenden können. Mein Name ist Firmin Lehner. Ich habe hier bereits ein Formular erstellt in Word. Ich habe alles rot eingefärbt, wo nachher der Kunde etwas ausfüllen soll. Ich zeige Ihnen zuerst, wie Sie dieses Formular ein bisschen schöner darstellen können, denn die schwarzen Ränder, die stören mich. Ich gehe hier auf dieses Kreuz, das markiert die ganze Tabelle. Ich klicke hier bei Rahmen und Schattierung ganz zu unterst auf Rahmen und Schattierung und wähle hier die Farbe nicht automatisch, sondern weiß. Dann soll dieser Strich etwa 2 Punkte dick sein. Und ich glaube, es hat bereits funktioniert, sonst müsste ich hier jetzt überall noch hineinklicken. Okay, und sofort hat meine Tabelle weiße Ränder und das sieht doch schon viel angenehmer aus. Ich speichere nun mein Formular hier, denn ich will es nicht in Word ausfüllen. Das wäre zwar möglich hier bei Entwicklertool solche Steuerelemente einzufügen, aber in PDF geht das viel besser. Also Datei, ich exportiere das oder speichere diese Datei als PDF, PDF XPS, PDF Dokument erstellen und speichere das hier bei mir auf dem Rechner. Veröffentlichen, es erscheint sofort das PDF-Programm, hier ist es der Acrobat Reader. Im Moment kann ich noch gar nichts ausfüllen. Ich schließe diesen Reader wieder und ich öffne meine PDF-Datei mit einem ganz anderen Programm. Und zwar, das ist die Kursvereinbarung hier, ich mache einen Rechtsklick und sage Öffnen mit PDF Exchange Editor oder Sie gehen zuerst zum Exchange Editor hier. Sie finden ihn auch unter Tracker Software, PDF Exchange Editor und öffnen nachher das PDF von hier aus. Also ich mache das nun aber mit einem Rechtsklick, öffnen mit PDF Exchange Editor. Jawohl, die Bearbeitung einschalten. Ja, und jetzt gehe ich hier zu Formular und setze ein Textfeld. Ich scrolle noch ein bisschen nach oben. Hier kann ich das Textfeld einfach so platzieren. Die Größe, die bestimme ich nachher. Das ist ein Textfeld. Hier ein Textfeld. Da ein Textfeld. Und so weiter. Sie können sich das vorstellen. Jetzt nehme ich noch ein Auswahlfeld. Hier soll nachher ein Kästchen erscheinen. Hier ein Kästchen. Und da ein Kästchen. Den Rest lasse ich mal. Und ich speichere das. Das war's schon. Speichern und das könnte ich bereits ausfüllen. Nun möchte ich hier unten aber noch einen Sende-Button, denn ich will das ja per Mail verschicken. Also gehe ich hier auf Schaltfläche. Ich stelle mal die Schaltfläche hier unten hin. Im Moment heißt die noch Button 1. Hier auf der rechten Seite ist die Beschriftung zu sehen, Button 1. Sollte mal dieser rechte Teil nicht sichtbar sein, dann wählen Sie hier das Element Button 1, gehen Sie zum Zahnrad, dann erscheint hier der rechte Teil auch wieder. Der soll nun natürlich nicht Button 1 heißen, sondern Senden per Mail. So soll dieser Button heißen. Ich klicke mal daneben und jetzt heißt dieser Button genau so. Was soll damit passieren? Denn einfach so sendet dieser Button ja kein Mail. Ich scrolle hier rechts bei den Eigenschaften nach unten und hier heißt es Maustaste gedrückt. Was soll dann passieren? Ich klicke hier auf diese 3 Punkte und ich sage, ich füge hier eine Aktion hinzu und zwar will ich dieses Dokument senden. Also gehe ich auf Formular übermitteln. Formular übermitteln und ich sage, wohin das gehen soll. Wenn Sie ein Formular mailen wollen, dann schreiben Sie mail to Doppelpunkt ohne Leerschlag und jetzt geben Sie eine Mailadresse ein, birmin.lehner@edulu.ch. Und hier, Achtung, sagen Sie nicht, das Format sei FDF, sondern
PDF, PDF, okay, okay, das war's schon. Ich speichere dieses PDF, speichern und ich schließe das Programm, öffne hier wieder mein PDF. Das öffnet ja automatisch, das Standardprogramm ist der Acrobat Reader. Dann kommt dieser wieder und ich habe diesmal Formularfelder. Okay, die sehen jetzt hier ein bisschen hässlich aus. Die könnte man auch noch schöner machen. Bereich, das ist IKA und so weiter. Hier unten klicke ich mal etwas an und hier noch etwas und kann das tatsächlich senden. Warum hier nun Button steht statt Senden per Mail, weiß ich gerade nicht. Aber Sie sehen hier bereits gelb, wohin es gesendet wird. Ich klicke hier drauf. Ja, ich will das Standard-Mail-Programm verwenden, fortfahren und das ganze Formular wird ausgefüllt, gesendet, obwohl ich es noch gar nicht gespeichert habe. Hier ist das Mail-Fenster, ich kann noch sagen senden und weg ist es. Also so schnell geht das. Das war's.